Pamela Nuthantobulu, alias Nomina. Seit 5 Jahren lebt sie jetzt in Friedberg. Hauptberuflich organisiert sie Events und verschiedene Projekte. Ihr Herz schlägt aber für die Musik. Schon als kleines Kind hat sie Texte aus Kinderbüchern zu Liedern gemacht. Im Dezember zum südafrikanischen Versöhnungstag hat sie ihre 2. Single veröffentlicht. Don't Cry Africa widmet sie ihrer Heimat Botswana. Ich möchte den Menschen einfach Hoffnung geben. Dass, natürlich, es passiert ja auch viel, auch, ich meine in Afrika gerade. Und natürlich, ich möchte einfach, dass die Menschen einfach hoffen, also immer weiter hoffen. Daher sind meine Lieder auch so, dass ich einfach was Positives da beitragen möchte. Und dass man einfach nicht aufgeben muss, auch wenn die Situation schwierig ist. Den Song hat sie in ihrem Tonstudio in Augsburg aufgenommen. Jetzt muss noch ein Musikvideo her. Dafür fliegt sie am Freitag in ihre Heimat, Botswana. Ich freue mich einfach, meine Familie zu sehen und natürlich auf das schöne Wetter. Hier ist ja kalt. Und natürlich auf mein Video. Also es wird jetzt gerade viel vorbereitet und natürlich steht viel vor. Und ich werde auch mein Land auch ein bisschen zeigen können, was da die schönen Orte, die wir auch haben. Jetzt zeigt sie uns aber erstmal ihren Friedberger Lieblingsort, ganz in der Nähe von ihrem Zuhause. Hier entsteht ein Großteil von Nominas Musik. Hier jetzt in Friedberg, ich finde immer jeden Ort, wo ich wohne, finde ich immer einen Ort, wo ich solche Ideen bekomme halt einfach. Und jetzt, spezifisch jetzt in Friedberg ist es ein kleiner See, also ja, ich weiß nicht, wie der See heißt, aber ganz klein. Und das gibt so große Bäume da. Und wenn ich manchmal einfach spazieren gehe oder sowas, und dann kommen einfach Ideen, und die ich einfach dann, okay, oh, jetzt mache ich ein Lied, und dann es ist schon drin, dann komme ich nach Hause und dann fange ich an zu schreiben. Noch vor Ort holt sie ihr Handy raus und nimmt einfach mal auf, was ihr gerade einfällt. Egal ob Worte oder eine Melodie. Das ist ihr Erfolgsrezept. Damit ist natürlich noch kein Lied geschrieben. Am liebsten konzentriert Nomina sich erstmal auf den Refrain und Teile der Melodie. Die Feinarbeit geht dann zu Hause weiter. Wer weiß, vielleicht ist ja hier und jetzt ein neuer Song entstanden.